Sie erleben jetzt einen Ausschnitt aus Richard Wagners Lohengrin, aus dem zweiten Aufzug, den Zug zum Münster, bearbeitet für vier Violoncelli von Friedrich Krützmacher. Krützmacher, ein bekannter Cellist im 19. Jahrhundert, unter anderem in Dresden und in Leipzig in Orchestern engagiert gewesen, bearbeitet dieses sinfonische Stück ganz kammermusikalisch für vier Celli und arbeitet sehr genau die Melodien heraus, zeigt aber auch, dass Wagner eigentlich auch ein wunderbarer Kammermusiker hätte sein können. Die Farbigkeit gelingt ihm auch mit vier Celli zu zeichnen. Dieser Zug zum Münster aus dem zweiten Aufzug des Lohengrin ist der Moment, wenn Elsa ja glaubt und möchte endlich ihren unbekannten, namenlosen Ritter und Retter, wir wissen später, er heißt Lohengrin und ist Gralsritter und zu ihrer Rettung gekommen, ihn nun endlich heiraten zu können. Ein Moment der Stille, der Kontemplation, ein Moment des Zuges zur Hochzeit, gespielt von vier Cellisten aus unserem Orchester, Arthur Hornig, Johannes Petersen, Stefan Buchmüller und Ulrike Seifert.